Hallo zusammen, ich habe heute wieder mal eine EU-Verordnung, das Teil hier, und zwar ist das die 2024-573. Ich verlinke euch den Link auf Eurolex unten drin und die ist vom 27. Februar 2024 und es geht um Kältemittel, F-Gase, fluorierte Treibhausgase. Und ich habe was dazugelernt über den GWP, das globale Erwärmungspotenzial, aber dazu später im Video. Ja, das kam jetzt neu raus und tritt in Kraft. Inkrafttretung ist 20 Tage nach der Veröffentlichung. Weil es am 7. Februar veröffentlicht wurde, ist es schon lange in Kraft. Aber hier hat es natürlich Punkte drin. Berichterstattung durch Unternehmen. Artikel 26. Bis zum 31. März 2024 meldet jeder Hersteller oder Einführer gemäß Artikelparagraf sowieso die Quoten über das Kältemittel, was wir verarbeiten und was wir importieren in die EU. In der Schweiz kommt es dann auch noch, das ist immer nicht so schlimm. Und dann das Zweite ist, bis 31. März 2025, also nächstes Jahr, meldet jeder Hersteller, Einführer und Ausführer des vergangenen Kalendersjahres, also von diesem Jahr, 2024, teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, das sind also Kältemittel, oder mehr, in 100 Tonnen CO2-Äquivalent. Ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Endcard, warum wir jetzt das CO2-Äquivalent auf Kühlboxen aufschreiben müssen. Die aktuellen Tippenschilder steht das dann alles irgendwo drauf. Aber diese Berichterstattung durch die Unternehmen, das ist ja Bürokratie. Also wir müssen jetzt das melden. Das gibt noch eine ganze Literlei. Ich bin jetzt erst auf Seite 41. Wo wir das hinmelden, welche Quoten. Und dann geht es dann ja weiter auf der Seite 45. Artikel 31, da steht dann Sanktionen. Das heißt, Sanktionen. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Fühle mich schuldig, weil ich müsste ja das bis zum letzten Auszubildenden im Betrieb mitteilen. Und jeder Kunde müsste es ja auch wissen. Das ist Allgemeinbildung, diese Gesetze hier. Und wenn wir das nicht einhalten, dann gibt es Aktionen und wir werden keine Ahnung was. Aber das heißt Bürokratie für uns kleine Unternehmen, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die irgendwie mit solchen Kältemitteln in Kontakt kommen, diese importieren, kauft ihr irgendwo in China einen Luftentfeuchter und der wird vertrieben über keine Ahnung was. Das heißt, muss alles gemeldet werden. Wo genau, steht hier nicht drin. Das gibt dann Portale. Warte mal. Ja, dann Inkrafttretung und Anwendung. Artikel 38. Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU ein. Verlinke ich euch unten. Also das heißt, ist schon in Kraft. Und jetzt habe ich ja dazugelernt. Es gibt den GWP, also das globale Erwärmungspotenzial von Kältemitteln. Daraus kann man dann den CO2-Äquivalent ausrechnen.
Also das heißt, ein GWP zum Beispiel, ich habe hier R134a, hat 1430. Wenn ich das mal das Gewicht, was im Kühlsystem drin ist, multipliziere, komme ich auf den CO2-Äquivalent. Aber jetzt habe ich dazugelernt, was Neues gesehen. Und zwar habe ich hier die Liste. Ich habe es hier mal angekreuzt, das ist das R134a. Das ist ein Kältemittel, was sehr viel verbaut, eingefüllt wurde, immer noch in Autos drin ist. Für gewisse mobile Anwendungen ist es immer noch erlaubt. Und hier oben haben wir den GWP. Und hier drüben haben wir den GWP, den GWP 20 bezogen auf 20 Jahre. Nur zur Information, steht aber in einem Gesetz drin. Könnt ihr runterladen. Und da ist der GWP von diesem R134a ist dann 4140. Verstehe ich nicht, wie, wo, was und warum, aber Punkt. Es ist so. Gestützt auf dem 6. Sachstandbericht der Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, IPCC, wenn nicht anders angegeben. Aber jetzt haben wir den GWP, Punkt, den GWP 20, also den GWP in 20 Jahren und wir haben die GWP 100. Hier habe ich dann eine Liste weiter, weil die anderen werden ja verboten. Und hier habe ich den GWP 100. Ja, das ist, das steht nirgends, aber ich vermute, dass dieser Wert in 100 Jahren ist. Und das meistverbaute Kältemittel Isobutan R600A ist jetzt 0. Teilweise wird er angegeben mit 1, aber das ist ja jetzt super. Ich mache euch in der NK natürlich ein klaren Video über R600, weil R600 ist ein explosives, brennbares Kältemittel. Das kann man dann in Kühlgeräte einfüllen. Da ist momentan Maximum 150 Gramm erlaubt. Nicht so schlimm, ist kein Problem. Aber mehr darf man da nicht. Außer in der Schweiz, da darf ich 1,5 Kilo einfüllen. Von diesem komischen Knallgas hier. Mache ich natürlich euch ein Video in der Endcard über brennbares Kältemittel. Hier mache ich euch das Video über den CO2-Äquivalent auf den Tippenschilder, was eigentlich keine Sau interessiert. Wir müssen einfach Geld dafür zahlen. Ja, und die EU, die hier Richtlinien bringt, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe hier hinten ein Video gemacht über, was sie nicht regulieren. Wo es eigentlich Sinn machen würde, aus meiner Sicht. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.